Ja, Freunde, da bin ich schon wieder und wie ihr seht, habe ich schon angefangen, das Modell zu bemalen. Ich habe auch noch ein bisschen was dran getackert. Und zwar, hier habe ich einen Scheinwerfer noch dran gemacht. Das hier ist von dem Star Wars Podracer noch ein Stück. Das hat glaube ich ganz gut hingepasst, finde ich. Dann hier an den Seiten habe ich jeweils noch was hingemacht, so ein paar Rohre und so ein Teil, was ich noch gefunden habe. Auf der anderen Seite sieht das ein bisschen anders aus, das Teil, aber auch die Rohre halt, ja, damit es ein bisschen mehr, ja, einfach geiler aussieht, auf gut Deutsch. So, wie ihr seht, habe ich schon angefangen zu brushen, nachdem ich schwarz grundiert habe. Und zwar habe ich da angefangen mit einer Uraltfarbe, Ruby Red. Und werde jetzt weiter brushen mit Blood Red, das etwas heller ist wie das Ruby Red. So, den kleinen brauche ich noch später. Immer ein Tuch herhalten, aber das kennt ihr ja alle schon. Ein Pinsel, leicht eintauchen, abwaschen und dann geht's los. Jetzt bei so großen Flächen ist es auch nicht schlimm, wenn mal mehr auf dem Pinsel ist, ganz im Gegenteil. Das könnt ihr dann richtig schön verteilen, also ich mache es zumindest so. Es soll ja dadurch, dass man mehrere Farbschichten benutzt, schon eine gewisse Tiefe geben, dass man das auch wirklich erkennt, dass da verschiedene Farben benutzt worden sind. Und von dem Schwarz soll ja später weniger zu sehen sein, wie bis jetzt zu sehen ist. Läuft das schon mal ganz gut. Ja, das gefällt mir so ganz gut. Dann mache ich das jetzt mal soweit fertig. Ich werde dann die Rohre an den Seiten noch schwarz grundieren und dann sehen wir uns wieder. So, mit Rot bin ich jetzt soweit durch. Gefällt mir sehr gut. Schaut alles ein bisschen schattig aus und ein bisschen gebraucht. Ja, so. Als nächstes werde ich jetzt die Metallteile bemalen und zwar mit Gunmetal. Was bei Metallfarben halt ganz wichtig ist, ist das gute Mischen. Aber nicht nur schütteln, sondern weil die Metallpartikel unten sind immer, mische ich das nochmal mit so einem Ding halt hier durch. Boah. Nicht mehr die beste Farbe, habe ich das Gefühl. Naja, egal. Was Mut, das Mut. So. Mal kurz schütteln. Jawohl.
Und Trockenbürsten wisst ihr ja. Immer ganz wenig Farbe auf dem Pinsel. Und am Anfang ganz vorsichtig erstmal, um zu schauen, ob nicht zu viel Farbe drauf ist. Aber ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, Trockenbürsten mache ich jetzt immer mit meinen Kunsthaarpinseln. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in letzter Zeit, dass das sehr gut funktioniert. Ich habe einmal einen etwas dünneren für die Details und einen etwas breiteren eben für die größeren Sachen, sag ich mal. So. Ich versuche jetzt durch das Metall, weil durch den normalen Stahl, sage ich jetzt, ein bisschen Kontrast reinzubringen, weil die ganzen Rippen hier, die ganzen Geschichten, hier außen das hier vorne, das wird ja später alles kupferfarben und ich finde das dann ein bisschen zu einheitlich. Als würde man bloß zwei, drei Farben benutzen. Und das ist dann langweilig. Deswegen mache ich hier vorne das eben aus Metall, damit es einen kleinen Kontrast gibt zu dem Rest. Und das schaut schon ganz gut aus. Das Boltgun oder Gun Metal, früher hieß es glaube ich Boltgun Metal, ist jetzt die erste Schicht. Später kommt noch ein helleres Metall, um das Ganze ein bisschen weiter abzuheben. Das ist jetzt einfach nur grob. Die erste Schicht. So. Ja. Das ist das erste Teil. Das zweite kommt hier hinten. Das sind die Räder und das da hinten und noch die Waffen. Die Waffen werden dann auch so gemacht. Also ich habe mir überlegt, dass ich die Waffen eben auch so silbern mache und dafür halt diese Anbaudinger da dann wieder Kupfer, damit das alles ein bisschen verschieden ist, es nicht so einheitlich aussieht. So. Also ihr habt jetzt gesehen, wie ich das jetzt, die erste Phase, wie ich das mache. Wie es dann weitergeht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So, mit dem Silber, mit der ersten Schicht bin ich fertig. Jetzt habe ich noch zwei andere Silber. Einmal Chainmail und Mithril Silver. Das sind die alten Farben, wie ihr seht, die alten Farbtöpfe. Nicht die ganz alten, aber trotzdem die alten. Ich weiß nicht, ob es die Farben noch gibt oder wie die jetzt heißen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich jetzt mit Chainmail weitermachen und am Schluss mit Mithril Silver so ein Tätschchen, so ein ganz vorsichtig nur an den erhöhten Stellen ein bisschen drüber, weil es wirklich arschhell ist. Okay. Auch mal genauso wie vorher. Schön schütteln. Oh, scheiße. Falsche. Schon gewundert. Viel zu hell. Okay. So.
Ich glaube, ihr könnt das nicht so gut sehen, aber das macht schon einiges aus, das Chainmail. Es wird schon um einiges heller. Aber ich muss jetzt gar nicht mehr so viel machen, sondern bloß so ein bisschen. Nur damit man halt am Schluss eben den Unterschied zwischen diesen drei Farbtönen hat und dadurch eben diese Tiefe dann erreicht. Die wir erreichen wollen. Ich meine, ich erzähle euch wahrscheinlich bei den meisten Sachen nichts Neues. Die meisten von euch kennen das alles schon, beziehungsweise haben das schon bei anderen Hobbykanälen gesehen. Aber ich habe mir gedacht, euch immer nur vor veränderte Tatsachen zu stellen, wenn ich fertig bin mit dem Anmalen. Ist doch vielleicht ein bisschen langweilig für euch. Und deswegen wollte ich euch mal teilhaben. So, ja. Das schaut doch schon mal richtig gut aus. Dann mache ich das jetzt weiter. Also die ganzen Teile hier, die Lampe, die Ketten, die Waffen, hier vorne das Stück, mache ich jetzt alles Silber mit Chainmail, lasse es trocknen und gehe dann nochmal mit dem Mithril Silver vorsichtig drüber. Und dann sehen wir uns auch schon wieder. So. Jetzt bin ich mit dem Silberstahl wie auch immer fertig. Von hinten mal. So. Und jetzt. Entschuldigung, Frosch im Hals. Jetzt kommt Brazen Brass, Kupfer. Und zwar, tut mir echt leid. Na? Und zwar habe ich da eine spezielle Herangehensart. Also ich habe in der Vergangenheit gemerkt, wenn ich zuerst mit Braun drüber gehe, bei Gold und auch bei Kupfer, kommt die Farbe irgendwie besser zur Geltung, bilde ich mir ein. Also ihr müsst es natürlich nicht so machen, ihr könnt es ja gerne mal versuchen und mir eure Erfahrungen mit dieser Technik schildern, bin ich gespannt drauf. Aber wie gesagt, ich mache halt zuerst Brushen mit Braun und dann gehe ich mit Kupfer noch ein bisschen drüber und dadurch kommt das Kupfer wirklich sehr gut zur Geltung, finde ich. Okay, fangen wir mal an. Mal umdrehen. Schon so viel draufgebracht an Farbe. So. Fangen wir an. Hier vorne am besten. So will ich das haben. Ist schon irgendwie komisch für mich, beim verhassten Malen, Pinseln, ein Video zu machen, um mich so zusammenzureißen, dass ich das auch durchziehe, weil ich mag das Pinseln echt nicht gerne. Ist einfach nicht mein Ding. Ich bin zwar froh immer, oder was habe ich gesagt, glücklich, wenn ich eine Figur oder ein Modell eben fertig habe, aber um mich so weit zu bringen, dass ich das auch wirklich mache und durchziehe, ist bei mir immer so eine Sache.
bin halt einfach eher so der Bastler, weniger so der große Anmaler. Aber bei Geländestücken und so geht das ja noch, da hält sich das ja in Grenzen. Und man bekommt halt auch wesentlich schneller ja, Ergebnisse als bei so kleinen Minis, wenn man die immer wieder anmalt und den kleinsten Pinsel auspacken muss. Also mich nervt das tierisch. Aber es muss halt gemacht werden. Und einfach so eine schwarze Figur hinstellen. Naja, das macht ja halt keiner von uns gerne, oder? Und da meine Modelle ja eh weniger zum Spielen gedacht sind und ich gehe, wenn ich jetzt in mein neues Zimmer, meine neue Wohnung gehe, will ich mir Vitrinen kaufen, zwei Stück, zwei schöne, und da kommen dann die ganzen Modelle rein, mein ganzer Stolz sozusagen. Freue ich mich schon drauf. Aber ich habe das Ziel nicht aus den Augen verloren. Eine eigene Platte zu bauen. Aber da fehlt mir jetzt hier jetzt leider der Platz für, da ich bloß ein kleines Zimmer habe. Als Rentner kann man sich halt leider nicht so viel leisten. Und dadurch, dass ich ständig wieder in irgendwelche scheiß Krankenhäuser muss, weil wieder irgendein Arzt meint, dass wieder irgendein Wert nicht stimmt, egal wie es mir dabei geht, habe ich noch nicht geschaut, eben eine schöne Wohnung zu finden, so wie früher, bevor das Ganze mit den Ärzten und so anfing. Aber das will ich auf jeden Fall wieder machen, weil es einfach kein Zustand ist, finde ich. Ständig von einem Krankenhaus ins andere zu tingeln. Ich bin ja nicht Tingeltangel Bob. Aber ich denke mal, das wird schon mit der Zeit. Okay, genug gelabert. Ihr habt gesehen, was ich gemacht habe. Das mache ich jetzt mit allen Teilen, die später. So, ich habe jetzt schon angefangen mit Kupfer. So. Und jetzt brauche ich bloß ganz, ganz wenig von dem Kupfer. Dadurch, weil das Braun eben schon da ist. Und dann kommt das Kupfer richtig schön zur Geltung. Aber wie gesagt, es ist kein Muss, das so zu tun. Ich finde es halt angenehmer. Und das Ergebnis gefällt mir halt sehr gut. Deswegen mache ich das so. Soll halt jeder so machen, wie er denkt. Ist ja nicht irgendwie eine Vorschrift. Jeder hat da so seine Macken, denke ich mal, beim Anmalen, beim Basteln. Und das soll ja auch so sein. Gibt ja genug Regeln fürs Spiel. Haben wir ja sonst dann auch noch welche. Und so werde ich das jetzt alles machen, was Kupfer werden soll. Und dann sehen wir uns wieder. Jetzt habe ich soweit alles fertig. Jetzt kommen mal die Kleinigkeiten. Also ich habe, vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich es hier vorne nochmal geändert habe. Das Rot weg und dann auch nochmal ein Kupfer. Und dieses Stück hier hinten ist mir leider abgebrochen. Aber da finde ich schon irgendwas anderes, was ich dahin tun kann.
So, das letzte, was ich jetzt noch zu tun habe, ist der Scheinwerfer. Den wollen wir noch ein bisschen Farbe verpassen. Ist vorsichtig. Muss die Linie noch mal kurz nachziehen mit Silber. Und dann bin ich wunderbar. I. T-Shirt hingekommen, super. Wird sich die Waschmaschine freuen. So. jetzt brauche ich mal was anderes. Einen schönen Pinsel. So, Silber. Und dann haben wir es auch. Tut mir leid, wenn ich jetzt so wegen leise bin. Aber dabei muss man sich halt doch ein bisschen konzentrieren. So. Das war's. Ja, ich habe mir jetzt noch überlegt, Freehand zu machen an die Seiten. So ein schönes großes Mechanikumzeichen. Aber um ehrlich zu sein, bin ich damit richtig schlecht. Und da ich mir meine schöne Arbeit nicht versauen will, lasse ich das. Ich muss mir da irgendwas anderes einfallen lassen, um noch ein Mechanikumszeichen dran zu bekommen. Was weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich zeige euch das nochmal alles. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich die Tür auch irgendwie Bronze machen, damit sie das noch ein bisschen weiter abhebt. Muss mir überlegen. Ja, so. Das nochmal von oben, von vorne. Die andere Seite. Unten. Hinten. Jo. Also ich bin mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden. Gefällt mir wirklich unheimlich gutes Teil. Ist auch von der Größe her, also wenn ich jetzt so ein einfaches Modell hernehme, ja, das ist jetzt von einem Helferlein angemalt. wenn ich das nehme und daneben stelle. Dann seht ihr, von der Größe her passt das eigentlich sehr gut. Es soll ja, das Modell soll ja ungefähr die Größe haben von einem Land Raider. Eigentlich vielleicht ein bisschen höher noch. Das ist jetzt das Modell jetzt nicht unbedingt. Also ich denke, das Originalmodell wird dann schon etwas größer sein. Aber das ist mir egal. Ich habe jetzt für das Modell an sich die 30 Euro für das Modell an sich ausgegeben, also für den Panzer. Der Rest war Bits, was rumgeflogen ist, Reste. Und daher finde ich eigentlich ja, das Ergebnis umso schöner, da ich wirklich Geld gespart habe und etwas wirklich Schönes, Eigenes dabei rausgekommen ist, was sonst niemand hat in der Form. Und trotzdem ist es halt vom Aussehen her eben dieser Mechanikumstransporter. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und ihr schaltet das nächste Mal auch wieder mit ein, wenn ich was bastel oder anmal oder wie auch immer. Ja, über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich, wie jedes Mal. Und für Anregungen, aber auch Kritik freue ich mich. Wenn ihr vielleicht irgendeinen Tipp für mich habt, wie ich was besser machen kann oder so, freue ich mich sehr darüber. Also konstruktive Kritik ist willkommen. Ansonsten wünsche ich euch auch weiterhin viel Spaß mit dem Hobby und wir sehen uns bald wieder. Euer Lord.